Hallo Leute, heute nicht alleine, sondern neben mir steht der Luki. Vielleicht magst du dich gleich mal vorstellen, wer du bist und vor allem, wo wir sind. Sehr gerne. Wir befinden uns hier in unserer Gemeinschaftspraxis für Physiotherapie, Ergotherapie und Massage. Wir haben uns vor allem auf Sportphysiotherapie spezialisiert eigentlich in den letzten 2 Jahren. Wir sind im 17. Bezirk in Wien und genau, wir hatten halt sehr viele Triathleten, Kraftsportler, Kletterer, Crossfitter haben wir in letzter Zeit auch sehr viele dabei. Und ja, es macht uns sehr viel Spaß und wir haben jeden Tag mit neuen Dingen und Problemchen zu kämpfen auf jeden Fall. Perfekt. Also wenn ihr mehr über Focus You erfahren wollt, ich verlinke es natürlich in der Videobeschreibung. Luki, du bist ja auch Triathlet, hast viel mit Sport zu tun. Gibt es so typische Wehwehchen, mit denen Sportler allgemein oder Triathleten im Speziellen zu dir kommen, was recht viele haben? Was in letzter Zeit sehr häufig ist, sind Überlastungserscheinungen. Also das macht wirklich sehr, sehr viel von unserer Arbeit aus. Das heißt, so viel wie sehr oft im Bereich der Wade, wenn einfach die Wadenmuskulatur nicht gut zusammenarbeiten kann, weil oft halt ein Teil der Muskulatur unterschätzt wird im Training. Was auch sehr häufig ist, sind einfach Schulterinstabilitäten, wenn dann die Leute von mir merken, irgendwie, ich fühle mich ein bisschen unwohl beim Schwimmen oder so, weil das ein bisschen hüpft oder weil irgendwie vielleicht auch die Belastung zu viel ist, das kann auch sehr oft vorkommen. Rückenbeschwerden, vor allem vom Radfahren, sehr häufig, ja, dass man dann einfach eben hier nicht so gut ansteuern kann, das Becken, das funktioniert oft nicht so gut, da zeigen wir dann eh noch ein, 2 Übungen vielleicht auch her. Das wären jetzt so die 3 größten Baustellen, würde ich mal sagen. Ja, natürlich auch immer wieder Knieproblemchen, aber das, wenn das was ist, dann ist das eher was Ärgeres dann gleich, also sprich Meniskus oder so Sachen. Genau. Also eher chronische Sachen, weniger Akutverletzungen bei Triathleten. Das ist eher das Thema, ja, genau. Ich bin ja heute auch beim Luki, weil er genauso wie ich einen recht interdisziplinären Zugang hat bei euch in der Praxis. Es sind ja quasi Ärzte, Sportwissenschaftler, Physiotherapeuten, Ernährungswissenschaftler. Genau. Also da merkt man halt wirklich, dass das Triathlon mehr ist als Schwimmen, Radfahren und Laufen, sondern es gibt ganz viele Zubringerleistungen, die da ganz, ganz wichtig sind. Absolut, absolut, ja. Also was sicher oft vernachlässigt wird im Triathlon oder allgemein im Hobbysport, ist sicher das Krafttraining als Zubringerleistung. Also das merken wir vor allem immer wieder. Wir haben jetzt ein eigenes Triathlon-Screening entwickelt, das wir jetzt da mit ein paar Neuanfängern schon durchgemacht haben, wo wir einfach geschaut haben, okay, was braucht man unbedingt und was können dann die Leute oft nicht, ja, und es scheitert halt echt oft am Krafttraining oder eben an der Mobilität, ja, das brauche ich dir nicht sagen, wenn du bei einem Ironman 180 Kilometer in der Aero-Position am Rad sitzt, dann ist es schon eine gewisse Herausforderung einfach für die Muskulatur und auch für den Körper in dieser Position zu bleiben. Das heißt, Mobilität und Kraft sind sicher die Sachen, die am meisten fehlen. Und die fehlen auch auf dem Trainingsplan eben, weil halt echt nur Schwimmen, Radfahren, Laufen drinnen ist und ja, das ist dann nichts. Super, das heißt, du kannst uns heute auch ein paar Tipps geben, die man einfach zu Hause umsetzen kann, um möglicherweise Verletzungen sogar präventiv vorzubeugen. Auf jeden Fall, das werden wir machen. Super, dann freuen wir uns auf die Praxis. Gleichfalls. Wir befinden uns jetzt im Front Plank, ja, einbeinig, dass wir einfach die Anterior Power Line, wie man es nennt, einmal aktiviert auf einer Seite. Wir merken schon, David ist ein bisschen schwer damit, ja, weil es natürlich ein bisschen ungewohnt ist, dass man das Ganze einbeinig macht. Hat aber eben den Sinn, dass ihr dann auch lernt, hier gegen zu stabilisieren im Beckenbereich. Und das ist halt immer ein Riesending. Ja. Wir können dann die Seite wechseln, David. Genau. Sehr schön. Und wieder hinein in die Position. Ansonsten hält die Position sehr gut. Wir achten darauf, dass wir da einfach möglichst gerade bleiben. Man merkt jetzt auch auf der linken Seite, tut es ja ein bisschen leichter mit dem Stabilisieren auf rechts. Ja. Er kippt hier nicht so sehr ab wie vorher. Das war vorher auch noch minimal. Insgesamt würde ich das sehr gut bewerten. Also man merkt, er ist in Ironman Form. Okay, wir sind jetzt beim einbeinigen Kreuzheben, Single Leg Deadlift. Hier geht es einfach darum, die Stabilität während der ganzen Bewegung nach unten zu halten. Das bedeutet, wir schauen darauf, dass sein Rücken möglichst gerade bleibt. Und dann aber wieder eben sicher nach oben kommt, ohne dass er umfällt. Da geht es einfach darum, wir haben extrem viel Aktivität im Fuß, wir haben sehr viel Aktivität in der Wade und in den äußeren Muskeln bis hin zum Hintern. Da Rumpf muss auch ein bisschen mitarbeiten und das hilft uns dann auch vor allem fürs Laufen sehr viel, weil wir da lernen, bei jedem Laufschritt, wenn wir aufkommen, einfach wirklich durchzustabilisieren von unten bis nach oben hin und ohne dass wir irgendwie Ausweichbewegung oder so einbauen. Also wir sind jetzt bei der sogenannten Sonnenuhr, wie ich sie gerne nenne. Wir schauen, dass wir unseren Abstand suchen von den Füßen zur Wand,
sodass wir uns beim Ausführen der Übung dann nicht verdrehen müssen im Oberkörper. Das heißt, der Oberkörper bleibt immer gerade ausgerichtet. Probier es einmal aus, David, ob das für diese funktioniert. Das heißt, wir fahren einfach mit der Hand an der Wand entlang. Genau. Und wir merken hier, du, das wird sehr schwer, das ist aber okay so, das ist der normale Prozess. Er dreht ein bisschen mit, das heißt, wir könnten vielleicht einen Schritt weiter weggehen von der Wand für die nächste Runde. Genau, probieren wir es einfach nochmal. Das dauert am Anfang immer ein bisschen, bis man sie eingerichtet hat. Und jetzt, genau, die ganze Runde. Jetzt sehen wir, er fühlt sich deutlich wohler, es ist immer noch sicher anstrengend. Genau hier oben, nämlich in diesem sehr unbeweglichen Quadranten. Genau. Und wieder Daumen nach vorne. Und so haben wir dann eine schöne runde Bewegung im Endeffekt. Und das kann man eben in beide Richtungen machen, wie ihr schon gesehen habt. Und fördert auf jeden Fall die Beweglichkeit fürs Schwimmen. Also passive Therapie ist bei mir auch immer so ein kleiner Zusatz, den ich halt dazu gebe. Einfach, dass man mal merkt, okay, was kann das Gelenk gar nicht, was kann mein Fuß in dem Fall jetzt. Ja. Im Triathlon ist es ja zum Beispiel so, wenn wir jetzt bei der Sportart bleiben, dass beim Schwimmen sehr viel Fußstreckung gefordert ist und wenn man die halt nicht hat, dann bremst die ein. Das heißt, einfach da schauen, dass man echt mobil bleibt im Sprunggelenk. Beim Laufen ist natürlich auch wichtig, weil sonst kannst du halt das Abdrücken und das Abrollen nicht so gut hinbringen. Dann hast du auch wieder weniger Abstoßbewegung und das heißt, du bist langsamer im Endeffekt. Deswegen arbeite ich eigentlich mit meinen Leuten immer an der Sprunggelenksbeweglichkeit, wenn das irgendwie bei der Testung dann eben rauskommt, dass wir das brauchen. Und das ist halt sehr oft der Fall, muss man da sagen. Eben durch diese Kombination von den drei Sportarten. Das ist jetzt nichts anderes als ein bisschen Gelenkgleiten, was wir da machen. Das heißt, wir bringen ein bisschen Bewegung rein und selber kann man natürlich auch immer wieder mobilisieren. Das geht ganz gut. Zweites großes Thema ist immer die Hüfte. Haben wir vorher schon gesagt, eben bei beim Radfahren eben, dass man da eher ein bisschen Hüftbeweglichkeit braucht, ja, wenn man halt in dieser Aero-Position ist, dann musst du einfach schauen, dass die Beweglichkeit stimmt, dass du halt weit genug in die Beugung kommst, in die Hüftbeugung, ohne dass der Rücken mitgeht. In dem Fall ist es so, bei der Hüftmobilisation in Rückenlage habe ich halt das Becken und die Lendenwirbelsäule fixiert am Boden und kann deswegen echt nur in die Hüftbeweglichkeit hineingehen. Okay, Luki, super. Erstmal danke fürs Durchchecken und danke für diese super Übungen. Ich werde jetzt in meine tägliche Trainingsroutine einbauen und dann das nächste hoffentlich noch besser durchstarten. Vielen herzlichen Dank. Danke dir. Danke.